Dieses Video wollte ich schon vor Jahren machen, aber über Filme schreiben fand ich irgendwie schwieriger als Spiele zu besprechen. Besonders diese Filme, da ich sie sehr gerne mag. Dabei haben Computerspiele über eine ihrer Inspirationen, Pen-and-Paper-Rollenspiele, eine direkte Verbindung zu diesen Filmen. Also lehnen wir uns zurück und ich versuche etwas Neues. Reden wir über eine Filmreihe und eine Serie, die mich schon seit über 10 Jahren begleitet und denen ich nur zu gerne mehr Erfolg zukommen sehen würde. Zum einen sind sie wunderbare Beispiele für metamoderne, leidenschaftsgetriebene Geschichten. Egal wie viel blöder Quatsch in ihnen passiert, was sie vor Camp rettet, sind funktionierende, verletzliche Momente. Schließlich fangen die unterschiedlichen Tonalitäten an, sich gegenseitig zu unterstützen und der ehrlich enthusiastische Kern scheint durch alle Szenen durch. Zum anderen lohnt es sich, alle Werke in der Reihenfolge, in der sie erschienen sind, zu sehen, da sie mehr als nur eine Geschichte verbindet. Aber bevor ich zu viel abstrakte Konzepte erkläre, fangen wir doch einfach mit dem ersten Film an. The Shadow? The Shadow? The Shadow. Wer sich im Internet mit Tabletop-RPGs beschäftigt, wird über kurz oder lang über diesen Studentenfilm gestolpert sein. The Gamers von 2002 ist eine Liebeserklärung an die Absurdität von Partien von Dungeons & Dragons, in denen die Spieler nicht immer aufpassen, nicht an ernstem Rollenspiel interessiert sind, beziehungsweise es einfach noch nicht können. You seem trustworthy. Would you care to join us in our noble quest? Yes. Yes, I would. Absichtlich Scheiße bauen, als auch viel alberner Quatsch, der in der Natur des Spiels liegt. Es geht dabei wirklich um die One-Liner und die Komik. Dass sie nur in VHS-Qualität aufnehmen konnten, sollte einen dabei nicht abschrecken. Vor allem die Kostüme und manche der Drehorte zeigen, dass sie ihr Bestes gegeben haben. Was nicht heißen soll, dass der Gamer sonst keine Ambitionen hat. Hier waren schließlich Filmstudenten am Werk. Ab und zu brechen Kämpfe aus, mit denen die Beteiligten offensichtlich viel Spaß hatten, aber die sich etwas ziehen können. Dafür wird der Effekt, die Realität der Spiele und die Fiktion der Spielwelt zu wechseln und manchmal auch zu vermischen, oft clever ausgenutzt. Wobei diese Grenze am Ende sogar gänzlich verschwindet. Der Film wird von seinen Gags getrieben und mit geekigen Freunden oder sogar einer Tabletop-Runde zu gucken, ist es alleine dafür auf jeden Fall wert. Also sollte es kein Wunder sein, dass The Gamers schon bald zum Kult-Hit mutierte. I got it from a friend of mine, he's kind of a ninja swashbuckler. The Shadow. The Shadow? The Shadow? The Shadow! 6 Jahre später und mit dem Abschluss in der Tasche schaffte das Team, das nun offiziell Dead Gentleman heißt, die Finanzierung eines Nachfolgers aufzutreiben. Ich selbst kenne Leute, denen dieser Film wesentlich weniger gefällt, weil es diesmal tatsächlich ein ernsthafter Film ist. Man lernt die Spieler über die Laufzeit besser kennen, es gibt leichte, dramatische Elemente, sowohl innerhalb des Spiels als auch außerhalb und hey, eine Frau! Ein wesentlicher Teil zu Beginn beschäftigt sich mit der Addition eines weiblichen Elements in diese Gamer-Gruppe. Aber ich finde es nicht zu schmerzhaft, weder vom Fremdschämen noch vom dargestellten Chauvinismus. Ich stelle mich nicht in dasselbe Lager, denn ich gucke diesen Film lieber als den ersten. Eben weil es nicht nur ein Gag-Feuerwerk und einfach mehr dran ist. Natürlich gibt es immer noch genug Szenen, die wie der Vorgänger mit der Absurdität von Tabletop-RPGs spielen. How many of those have you got? 50. Callbacks zum ersten Film. Und der Zusammenhang zwischen der realen und fiktionalen Welt wird weiter erkundet. So zum Beispiel, als Lodges Katze hier eines der Minis beschädigt, woraufhin dem Barden auch im Spiel der Arm abfällt. Hier kommen wir auch zu einem Teil, den ich vorgreifen möchte. Wir reden später noch mehr davon, aber diese Interaktion von Realität und diversen anderen Welten ist ein zentrales Element, das alle Filme der Reihe verbindet. Und das wortwörtlich, wie ihr sehen werdet. Jedenfalls ist der zweite Gamers-Film etwas Seltenes. Ein gelungener Film über einen speziellen Teil von Nerdkultur. Eben weil es ein unabhängig produzierter Film ist. Wenn ihr mit Indie-Filmen zurechtkommt, die nicht auf Hochglanz poliert wurden und man manchmal etwas genauer hinsehen muss, um die guten Ideen und Gags zu sehen, dann kann ich ihn euch auch nur wärmstens ans Herz legen. Drop him! Drop him! Ashmarad, who's Dorkel? Oh.
Sie hätten locker so weitermachen können, einfach mehr und mehr Komödien zu Tabletop-RPGs. Aber nach 2 Filmen kommt bereits der Bruch. Ihr nächstes Projekt, Journey Quest, ist für Dead Gentlemen ein Experiment in vieler Hinsicht. Zum einen spielt es vollständig in der fiktiven Welt von Fatherall. Die Dungeons & Dragons Anlehnungen sind nur mehr im Setting zu finden, Spieler gibt es jedoch keine mehr. Des Weiteren ist dies nur die erste Staffel. Journey Quest ist als Webserie ausgelegt, somit sind Episoden nur unter 15 Minuten lang. Selbst als es rauskam, konnte ich meine Gefühle zu der ersten Staffel nicht richtig einordnen. Es war schön, die Schauspieler aus den anderen Filmen wiederzusehen, diesmal sogar in dramatischeren Szenen, denn allgemein besitzt Journey Quest einen anderen Ton. Humor kommt weniger von Klamauk und mehr von den Figuren und einer bodenständigen Absurdität. Das kommt zum Beispiel an einer Stelle durch, in der der Protagonist die Grammatik seiner Orkfeinde korrigiert. Des Weiteren sind mit Figuren von Glorian, dem Ritter, der fröhlich vorwärts trällert, aber gleichzeitig ein strunzdummer Massenmörder ist, als auch ein magisches sprechendes Schwert, das nicht an den Protagonisten gebunden sein will, Elemente, die natürlich für Komik sorgen. Die spürbare Ambition im Writing und der Produktion, als auch das flotte Tempo der einzelnen Folgen unterstützt die neuen dramaturgischen Szenen auch sehr gut. Ein deutlicher Kontrast zu den leicht zugänglichen Figuren, die für ein paar Minuten Quatsch machen wie in den bisherigen Filmen. Hier ist es weniger, was die Figuren tun und mehr, wer sie sind, was die Geschichte vorantreibt. Und das hat bei mir einfach nicht gezündet. Ich habe die Folgen mehrmals geguckt und auch Fandubs dazu gemacht. Einer davon ist sogar auf der offiziellen DVD. Er läuft doch bleibt am selben Ort. Aus seinem Mund kommt nie ein Wort. Auch ohne Atem tobt er laut. Ein Weg doch nicht aus Fels gebaut. Ein sehr verwirrendes Rätsel. Ich schätze, die Antwort ist so eine Art Drache. Es ist ein Fluss. Ein Fluss? Ja. Kein Drache? Nein. Also, es hat mir schon gefallen, aber es war einfach zu wenig, um mich, anders als bei den Gamers-Filmen, in einen Fan zu verwandeln. Als würde ich eine halbe Episode einer ganzen Serie gucken, anstatt eine ganze Staffel. Auch wenn es mir gefällt, will ich erst mehr sehen, bevor ich was dazu sagen möchte. Now, if you could, what I need... I love cheese and religion. Our laws will keep us safe. Entsprechend war ich auf die zweite Staffel gespannt. Diese führt noch ein neues Element ein, das von hier an ein Grundpfeiler für Dead Gentlemen werden sollte. Crowdfunding. Die erste Staffel wurde von ihnen aus eigener Tasche produziert, mit dem Ziel, etwas abzuliefern, das genug Leute dazu bringen soll, für eine Fortsetzung mit ihrem Geld einzustehen. Und das hat funktioniert. Staffel 2 von Journey Quest ist wesentlich umfangreicher, mit längerer Laufzeit, einer Stange an neuen Figuren und Nebengeschichten und einer aufwendigeren Produktion. Leider muss ich zugeben, dass mich die Serie hier verloren hat und ich erst wieder eingestiegen bin, als 5 Jahre später die dritte Staffel erschien. Das Writing ist zwar gewohnt spannend, aber die Regie wurde an den Produzenten übergeben. Eine Entscheidung, die ich sehr stark merke. Schauspieler stehen und sitzen oft bloß rum, im Bild befindet sich oft auffallend viel negativer Raum, das Tempo ist allgemein recht träge, die Serie wirkt dadurch etwas vorsichtig, es fehlt an Verspieltheit und Energie, um die absurden Aspekte entsprechend hervorzuheben. Es war mir in meinem zweiten Anlauf schlussendlich möglich, mich an den neuen Stil zu gewöhnen. Dabei musste ich das gar nicht, denn in späteren Folgen legen sich diese Probleme auf einmal. So konnte ich die neuen wichtigen Figuren und das erweiterte Worldbuilding auch endlich wertschätzen. So ist die Sprache der Orks tatsächlich als eine richtige Sprache ausgearbeitet. Kickstarter-Backer durften auch Wörter prägen. Fraktionen, von denen wir in der ersten Staffel nur gehört haben, greifen in die Geschichte ein und man sieht mehr von den Protagonisten, auch wenn ich immer noch nicht das Gefühl hatte, sie richtig zu kennen. Da hätte ich lieber weniger Nebenfiguren und mehr Zeit mit ihnen gehabt. Ähnlich wie The Gamers erst beim zweiten Versuch zu einem richtigen Film wurde, ist Journey Quest erst jetzt auch eine richtige Serie. Mit unter 2 Stunden ist sie auch nicht besonders lang und ein unvermeidbarer Meilenstein zur wesentlich besseren dritten Staffel.
Whatever, I'll take the grand mighty empire of Green One. You don't just grab a faction at random. Your choice of empire is the most important decision that you shall ever make. They each have their own unique histories and tactics and varying victory conditions. Take the Tuatha. Green One. We are a people of mighty power. Green One. We were the first to uphold the... Green $34.95. Dazwischen liegt jedoch der nächste Gamers-Film. 5 Jahre nach dem letzten Teil führt Hands of Fate die Geschichte der Spielergruppe aus dem zweiten Teil fort. Wer sich mehr vom selben erwartet, wird allerdings verwirrt und enttäuscht sein. In Hands of Fate wollen die Spieler zwar die Geschichte weiterführen, kommen aber einfach nicht dazu. Stattdessen dreht es sich ganz um Cass und seinen Einstieg in ein gänzlich neues Spiel. Das fiktive Romance of the Nine Empires, ein TCG. Ein Foul für mich, da ich selbst nicht an TCGs interessiert bin und etwas Yu-Gi-Oh! In der Schule mal ausgenommen auch keines gespielt habe. Zum Glück haben der Gentleman diese vorhersehbare Situation vorhergesehen und der Protagonist Cass findet sich in derselben Situation wieder. Nachdem er sich in eine Frau verguckt und für sie beim Spiel angemeldet hat, wird schnell klar, dass hier einiges los ist. Der Gewinner bestimmt die kanonische Geschichte des Spiels und eine Arschloch-Fraktion namens The Legacy überrennt in allen Turnieren jegliche Konkurrenz. Cass interessiert das alles jedoch wenig und ist dann plötzlich überrascht, als die Frau von ihrem Verlust mitgenommen wird. Unter Tränen einigt sie sich mit Cass auf ein Date, sollte er The Legacy schlagen und ihre Königin im Spiel als Herrscherin etablieren. Mehr dazu gleich. Im Verlauf des Films begleiten wir ihn, wie er es in bester Schonmanier mit Durchsetzungsvermögen, Geschick und einigem am Glück vom blutigen Anfänger tatsächlich ins Finale schafft. Oh Mann, die Spannung in diesem Teil ist einfach so gut. Allgemein schlägt Hands of Fate dieselbe Richtung wie Journey Quest ein und die Figuren rücken in den Fokus. Dabei natürlich die Spieler und ihre Antagonisten, als auch die fiktionale Welt. Die einzelnen Partien werden via einer Zeitschleife dargestellt, die sich zurücksetzt, sobald das Spiel beendet wird. Und hier fallen die Puzzlestücke langsam zusammen und die erste Antwort, wie genau die Realität und die Fiktion zusammenhängt, werden enthüllt. So sind die Fantasiewelten, die wir sehen, real. Und was darin passiert, passiert wirklich. Who control our destiny? The ones playing games with our fate. You have it backwards. These players do not determine the fate of Countermay. They are reading its history, and through a means of divination as old as time. Cards? Das festigt sich dann auch, indem Myriad, unsere Protagonistin in der Spielwelt, sich wünscht, nicht mehr zu vergessen, wenn das Spiel zurückgesetzt wird und gewinnt dadurch über mehrere Spiele entscheidendes Wissen. Hier sollte uns auch der Genie bekannt vorkommen, der Myriad über die Zeitschleife bzw. eigentlich die Parallelwelten aufklärt. Den haben wir nämlich schon in Journey Quest gesehen und das Orakel, das kommt dann in der 3. Staffel von Journey Quest vor. So schlägt sich das auch im Ende wieder, das ähnlich zum Ende des ersten Films die Grenze komplett verschwinden lässt. Etwas ungelenk gelöst gibt es ein später nachgereichtes, erweitertes Ende, das sogar bestätigt, dass die Fantasy-Helden aus dem ersten Film immer noch in der Realität gefangen sind. Wenn ihr bei der Prämisse, dass Cass ein Turnier gewinnen will, um die Hand einer schönen Frau zu erobern, die Augen verdreht habt, kann ich das verstehen. Der Film stimmt euch da nämlich auch zu. Right. You're here for a piece of ass. Hey. Oh, I'm sorry. Is that not the entire reason you came to Gen Con? Don't have a stroke. I get it. Hot gamer chick. The latest in fantasy fuck toys. Another game to be won and walked away from. Don't need to know anything else, do you? But you don't, right? Know anything else about me. At all. Nach dem Turnier, nachdem er sich so tief in das Spiel eingelassen und dabei viele neue Leute getroffen und Freunde gemacht hat, versteht er auch, wieso ihr das Spiel so wichtig und wie oberflächlich sein ursprünglicher Antrieb war.
Ich hatte nie das Gefühl, dass wir diese Figuren deswegen nicht mehr mögen sollen. Hier werden kulturelle Vorurteile als Eigenschaften benutzt, die von den Protagonisten überkommen werden müssen, anstatt etwas, das sie definiert. Dadurch wirkt es weniger gemein und mehr, hey, sollte man so sein, kann man auch besser werden. Alles in allem kann ich euch diesen Film nur ans Herz legen, selbst wenn ihr die vorherigen beiden nicht gesehen habt. Ich nenne ihn gerne der Film, den niemand mit mir gucken will, weil der Pitch einfach zu wenig einladend klingt. Und oh Mann, das Video wird bereits jetzt viel zu lang. Okay, die nächsten beiden Serien im Schnelldurchlauf. We are going to get married. It's not that simple. If you don't understand gamers, you can't understand me. That's fine. Ein Kurzfilm, ganz nett, aber leider weder inhaltlich noch in der Qualität auf einem ähnlichen Level wie die Filme. What would you have me do? I am completely unarmed. No. No, you're not. What race did you take? American. Yes. Of course. Und The Gamers, Humans in Households. Eine Miniserie und womöglich die beste Komödie, die The Gamers hervorgebracht hat. Das Konzept ist simpel. Es ist The Gamers, aber umgedreht. Fantasy-Leute spielen gewöhnliche Menschen in einem Tabletop-RPG. Absurdität und Satire sind vorprogrammiert. Die Straße zu überqueren wird zu einem ganzen Encounter. Der Jock benutzt seine White Privilege-Fähigkeit, um Ärger mit der Polizei zu regeln. Und da alle Amerikaner spielen, können sie natürlich jederzeit Schusswaffen hervorziehen. Where are your guns, communist? Oh, I took Canadian. Why? Well, mainly the charisma bonus. And the healthcare. Clean air, pristine beauty, actually representative parliamentary system. Abundant water and energy resources. Cold resistance 10, bonus language French. We're still respected around the world. Ah! Sorry, son of a... Same gun laws. Ein super Einstiegspunkt in The Gamers, finde ich. Shit. Wie Hands of Fate und die letzte Staffel war der Kickstarter für Staffel 3 von Journey Quest wieder ein Erfolg. Das Ergebnis ist eine deutlich hochwertigere Produktion und eine Fortsetzung, die uns endlich richtige Einblicke in die Figuren gibt. Der Gag-Anteil fällt nun dediziert auf Comic-Relief-Figuren wie die Orks, die sich diesmal in Menschen verwandeln und keine Gelegenheit auslassen, sich über uns lustig zu machen. Denn die Protagonisten erfüllen dieses Mal fast ausschließlich ihr dramatisches Potenzial, mit richtig tollen Höhepunkten und schmerzhaft fiesen Tiefpunkten. Nach fast einer Dekade hat Journey Quest es doch noch geschafft, mich in einen Fan zu verwandeln. Ich sollte vielleicht auch erwähnen, dass der Kickstarter für die vierte und vorletzte Staffel gerade jetzt läuft. One silk rope, one hemp rope. One set of lockpicks. One iron lantern, one brass lantern, 2 weeks worth of rations, one bedroll. Uff, also man hat sicher gemerkt, dass ich The Gamers sehr gerne mag. Auch das Studentenoriginal, aber a pair of pants. Diese Kurzfilme fand ich leider nicht sehr unterhaltsam. Second pair of pants. Das Drehbuch versucht verzweifelt, einzelne Ideen minutenlang hinauszuwälzen und die charmanten Schauspieler können es auch nicht retten. Die Serie soll einen Wiedereinstieg in die Figuren aus dem ersten Film geben. Dabei braucht es den nicht. Besonders da der nächste Film diesen Zweck auch und besser erfüllt. Meiner Meinung nach sind nur 2 Folgen sehenswert. Die letzte, da sie 2 neue wichtige Figuren zeigt, den Professor, der über das Multiversum Bescheid weiß, und den Helden, die Hoffnung gibt, nach Hause zu kommen. Und den Dungeon Master des nächsten Films, hier als LARPerin, die den Barbaren herausfordert. Bisher gab es alles, was ich besprochen habe, auf YouTube. Und hier kommen wir zum ersten Exklusivinhalt. Eine weitere Folge über Mark, den Spieler in der Gruppe, der im ersten Film zu 90% nicht anwesend war und dessen Figur deshalb einfach irgendwo regungslos herumstand.
Die unterhaltsamste Folge, die uns auch zeigt, dass man wohl auch nur, wenn man alleine Charaktere erstellt, auch schon mit der Parallelwelt interagiert. Leider verwirrt mich das mehr, als dass es das Setting ausbaut. Der Kurzfilm füllt eigentlich auch nur die Lücke, wieso Mark im zweiten Film ein Diener des Shadows wurde. Etwas, das wie der Rest der ganzen Serie nicht notwendig gewesen wäre. I help New Moon drink his ale. Roll it. Stop! Der bis dato bestproduzierteste Film von Dead Gentleman löst das Versprechen der letzten Serie ein und führt den ersten Film weiter. Sowohl die Geschichte als auch den Geist des Originals. So liegt wieder ein Augenmerk auf die Absurdität des Spiels. Mit dem neuen Twist, dass die Figuren ihre Aktionen in der Realität ausführen. Somit wird aus einem Dungeon Crawl ein Heist. Zwar kein besonders komplexer, aber Spaß hatte ich trotzdem. Deutlich erwähnenswert finde ich die neuen Figuren und Schauspieler, allen voran die Spieler. Das Drehbuch setzt hier deutlich auf Diversifizierung und ich meine das Drehbuch. Genau wie Leo und Gary im zweiten Film das Spiel ausnutzten, um ihre Fantasien auszuleben, die Verführung jeglicher weiblicher NPCs untereinander und Einsatz unnötiger Gewalt erscheint genauso von jugendlichem Enthusiasmus getrieben, wie die Eskapaden der neuen Spieler, die den Barbaren zwei Wachen verführen lassen, indem er eine Banane isst. That is so hot. Charakterbögen werden vertauscht, Regeln werden zu genau eingehalten und Würfel werden gewürfelt. The Shadow Menace schafft den Spagat zwischen einer richtigen Filmproduktion und dem sinnbefreiten Spaß des Studentenprojektes. What? Intelligence 4. Still says 5 on my sheet. Play the character, dude! Elf. Magic Eye. Oh. Besonders die Schauspielerin der Bösewichtin war mir eine wahre Freude. Schaut, wie viel Spaß sie hat! Und das war's. Der gesamte Kanon von The Gamers und Journey Quest. Es gibt zwar noch eine andere Reihe von Dead Gentleman namens Demon Hunters, aber ich habe einfach keinen der Filme auftreiben können. Und ich sollte noch das Buch vom Autor der meisten Filme, Matt Wenzel, erwähnen. The Gamers Pwned nimmt sich ein fiktives MMORPG vor, hat nur tangentiell mit den Figuren aus den Filmen zu tun und verlässt sich auch viel mehr auf Dramatik statt Komödie. Ich konnte es aber nicht weglegen und wenn euch die Filme gefallen, kann ich es auch nur empfehlen. So, das war jetzt aber auch wirklich alles. Ich hoffe, euch hat mein Überblick gefallen und vielleicht probiert ihr einen der Filme oder Serien mal aus. Wie gesagt, die meisten sind einfach auf YouTube zu finden. Klar, nicht alles sind Meisterwerke, aber es muss betont werden, wie hier eine unabhängige Produktion über 10 Jahre nur durch die Unterstützung von Fans ihr Ding durchziehen konnten. Ihr Leitspruch, no network, no cancellation, scheint aufgegangen zu sein. Solange es genug Fans wollen, wird es weitergehen. Mit den diversen Firefly-Anspielungen in den Filmen kann man sich denken, wieso dieses Motto Anklang findet. The man put out 12 and a half seasons of television in 8 years and never went over budget, and you can't even give him one season? You peddlers of shit had a diamond and you didn't know what the fuck to do with it! Dazu legen der Gentleman noch einen drauf und stellen Journey Quest als auch einen Teil von The Gamers unter die nicht kommerzielle Creative Commons Lizenz. Dieser besondere Umstand war es, weswegen ich einen Fandub machen konnte, der dann auf der offiziellen DVD landete. Fankreationen sind nicht nur wie sonst geduldet, sondern offiziell erlaubt. In meinem Fall haben sie mich nach meinem ersten Dub sogar kontaktiert und angeboten, die Musik- und Soundeffektspur der ersten Staffel zukommen zu lassen. Wie cool! Inzwischen gibt es unter scu.la außerdem eine Lizenz, die es jedem erlaubt, das Setting und die Figuren von The Gamers und Journey Quest zu nehmen und Selbstkreationen zu erschaffen, solange diese neuen Werke unter dieselbe Lizenz gestellt werden. Man kann sogar anfragen, die eigenen Werke Kanon werden zu lassen.
Diese Freiheit gibt Gentleman meiner Meinung nach noch ein weiteres Alleinstellungsmerkmal und ich hoffe ehrlich, dass andere Firmen dieses Modell übernehmen. Vielleicht habt ihr durch dieses Video eure nächsten Stunden Unterhaltung gefunden oder vielleicht habt ihr auch nur meine Zusammenfassung zu etwas Neuem genossen. Jedenfalls freue ich mich, meine Liebe zu diesem unbekannten Franchise mit euch zu teilen und sage für dieses Mal vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.